Die erste Rolle, die wir im therapeutischen Kontext als unglaublich hilfreich erleben, ist die Rolle des Forschers oder der Forscherin. Diese Rolle ist in klarer Abgrenzung zur Rolle des Retters. In dem Moment, in dem ich denke, ich müsste jemanden retten, erzeuge ich in mir eigentlich Stress, denn ich bin derjenige, der dieser Person etwas Gutes tun muss. Ich bin derjenige, der das machen muss. Wohingegen ich in dem Moment, in dem ich forsche, ich in die Rolle des Forschers, der Forscherin gehe, weiß, nee, das ist gar nicht meine Aufgabe. Ich muss es gar nicht machen. Mein Job ist, mit diesem Menschen herauszufinden, gemeinsam herauszufinden, was tut dir denn gut? Wie kannst du dir selber helfen? Wie auch nicht. Das heißt, ich erzeuge viel weniger Stress in mir und meinem Gegenüber, denn wir können offen miteinander den Weg finden, wie jemand sich selbst helfen kann, seinem Wunsch, ihren Zielen näher kommen kann und auch Probleme im Leben lösen kann. Aus dieser Rolle und dieser inneren Haltung zu sagen, wir forschen gemeinsam, entstehen oft unterschiedliche Dinge. Zustandsmäßig ist es viel leichter, in einen offenen, neugierigen Zustand zu kommen. Dem Menschen gegenüber, aber auch dem, was gerade wirklich passiert. Neugierig zu sein, wenn ich diese Massagetechnik benutze, was passiert in deinem Körper? Wenn ich dir diese Frage stelle, was kommt hoch? Wir können das miteinander rausfinden und uns so ganz praktisch und im Moment dem nähern, was wirklich passiert. Daraus entsteht ein Kontakt, inklusive Fehlfunktion, der flexibel, annehmend und auf Augenhöhe ist. Flexibel, denn ich probiere etwas aus und wir können es wieder anpassen. Annehmend, denn ich kann das, was in dir gerade passiert, selbst wenn es nicht dahin geht, wo ich gerade dachte, wir hingehen, annehmen. Ich kann das akzeptieren und mich daran anpassen. Und wir sind auf Augenhöhe, da wir miteinander herausfinden, was dir hilft. Nicht ich muss alles wissen, sondern wir zusammen finden es raus. Die Tools, die sich dann ganz natürlich anbieten, sind offene Tools. Eieiei. Offene Tools. Ich kann dir offene Fragen stellen. Wie ist das gerade? Wir können miteinander ausprobieren, dass selbst wenn ich all meine Fachkompetenz nutze und an deiner Schulter arbeite, wir gemeinsam ausprobieren, hilft das? Und wenn nicht, wie können wir es so anpassen, dass es dir hilft? Ich kann alles, was ich tue, anpassen und durch dieses Anpassen für dich passend machen. Und all das aber in einer forschenden Grundhaltung, wo ich nicht den Stress habe, wo, auch wenn etwas nicht funktioniert, das total in Ordnung ist, wir es anpassen können. Wir so langfristig und ziemlich entspannt miteinander einen Pfad gehen können.